Hallöchen, meine Damen und Herren. Es gibt eine super Neuigkeit für euch. Und zwar haben wir jetzt zwei eigene Server von Nitrado. Vielen, vielen Dank an Nitrado. Einmal einen CSGO-Server mit KZ-Maps aktuell drauf, also Klettern, Jumpen und sowas. Und des Weiteren einen Garry's Mod-Server. Und zwar diesen hier. Beide sind, wie gesagt, von Nitrado. Ich bin seit ungefähr einem Monat Partner dort. Und im Zuge dieser Partnerschaft habe ich eben die Server gestellt bekommen. Beide Server sind für dich jederzeit betretbar. Ihr müsst nicht Teil unserer Community sein, sondern könnt da einfach drauf daddeln, auch gerne mit euren Freunden, wenn ihr wollt. Natürlich kann man aber trotzdem an Community-Aktivitäten teilnehmen. Zum Beispiel bespielen wir diesen Server mindestens einmal die Woche, und zwar jeden Dienstag in unserem Livestream nach CSGO. Kommt immer TTT und dann wird hier schön reingedaddelt. Alle Infos zu unseren Servern, also sei es CSGO oder Garry's Mod, könnt ihr unten in der Videobeschreibung über unsere Steam-Gruppe finden. Da ist für jedes Spiel jeweils ein Link und da stehen alle Infos drin, also zum Beispiel bei Garry's Mod, welche Add-ons man braucht, die man im besten Fall im Vorfeld lädt übrigens, ja, ist ein guter Plan, um halt drauf zu joinken, und auch Infos zum CSGO-Server sind da vorhanden. Wie vorhin erwähnt, ist unser CSGO-Server ein KZ-Server, also man klettert hier, dödelt rum, baut sich Bestzeiten auf und so weiter und so fort. Hier gibt es auch verschiedene Befehle, die ihr nutzen könnt, um eben einzusehen, wer wie weit und wie schnell war. Aktuell hält Azkaban den Rekord auf dieser Map mit 2 Minuten 10 Sekunden. Das ist schon nicht schlecht. Wir haben hier natürlich verschiedene Maps drauf, die man auch mit Rock the Boat dann einfach ändern kann. Zum Beispiel gehe ich jetzt auf diese hier. Das geht jetzt halt, weil ich alleine bin. Wenn andere mitspielen, dann müssen die natürlich auch dafür sein, ne? Das ist klar. So, und dann kann man da gemütlich reinspielen. Hier sieht man auch die Best... Ach, Dyra hat hier die Bestzeit. Drecksilikon. Also ja, hier könnt ihr euch eben, wenn ihr wollt, einen Namen machen. Im Top-Menü kann man zum Beispiel jetzt hier die Top 5 Pro-Jumper sich anschauen. Ah ja. Und diesen Server nutzen wir auch in den Streams. Bis jetzt erst einmal, aber das kann man jetzt natürlich öfter machen. Die mussten ja erstmal stehen, wir mussten sie erstmal einstellen und so weiter und so fort. Aber zum Reinchillen ist es natürlich richtig nice, wenn man dann mal 5, 6 Loses am Stück hatte. Hä? Dann ist es schön, so ein bisschen rumzuspringen. Was partnertechnisch natürlich sehr wichtig ist, ist Folgendes. Ich habe einen Partnerlink. Also wenn ihr euch bei Nitrado irgendwann mal einen Server kaufen wollen würdet, wenn ihr mit ein paar Mates ein bisschen Ark reindaddeln wollt oder hier Farming Simulator und so weiter spielen wollt, dann könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne bei Nitrado den Server mieten und das über meinen Link machen. Dabei bekomme ich ein paar Pignons und Nitrado eben weitere Kunden. Also den hier machen wir dann, den hier. Ist ja klar. Der Link steht in der Beschreibung, ihr könnt einfach mal reingucken. Hier sind die Top-Spiele, empfohlene Spiele hat man hier auch am Start. Oh, Space Engineers. Das ist allerdings wirklich ein geiles Game. Das habe ich früher mit One and Fall of gespielt. Aber naja, wenn ihr euch einen Server holen wollt oder jemanden kennt, der darüber nachdenkt, sich für sich selbst und seine drei Mates einen Viermann Minecraft-Server zu holen, dann weist ihn doch vielleicht einfach hier auf Nitrado. Ich kenne Nitrado schon ewig und habe auch schon oft auf deren Servern gespielt. Selbst hatte ich nie welche. Das waren dann immer die Mates, die dann hier mal irgendwie was für Minecraft, also bei uns war es meistens halt Minecraft oder sonst was, sich einen Server gesnackt haben für ein paar Monate, um halt gemeinsam spielen zu können. Ich selbst bin jetzt Kunde, solange ich auch Partner bin, also jetzt knapp einen Monat, und wollte euch hier nur geschwind mal die Seite zeigen. Also die meisten von euch werden Nitrado, wie gesagt, sowieso schon kennen. Man kann dann hier oben auf seinen Namen gehen, einfach auf meine Dienste, und dann ist man schon bei seinen Servern. Hier sind dann eure Server direkt gelistet. Wenn ihr Voice-Server oder Domains hättet, dann würden die hier natürlich auch stehen, wenn ihr das dementsprechend anklickt. Und wenn ich jetzt irgendwas verändern wollen würde, kann ich einmal draufklicken und dann einfach ins Webinterface gehen. Und schon habe ich hier alle Einstellungsmöglichkeiten auf einen Blick, kann hier an der Seite schon durchklicken und habe hier empfindliche Daten, die ich hoffentlich geblurrt habe. Und kann eben so direkt zugreifen. Was auch extrem nice ist, das war für uns auch ganz wichtig als Multigaming-Community. Wir haben halt einige Spiele, nicht nur CSGO, nicht nur Garry's Mod, sondern auch andere Dinge, in die wir immer mal wieder gerne reinschauen. Und da ist es für uns natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir jederzeit das Spiel wechseln können. Man kann hier einfach Spiele vorinstallieren. Ich glaube, bis zu 5 Stück. Da, 5. Wir können also noch 4 weitere installieren und dann einfach den Switch machen. Papam. Server aus, Server an, und dann ist das Spiel da. Und das gibt uns natürlich eine riesige Bewegungsfreiheit. Wir haben zum Beispiel vergangenen Freitag Left 4 Dead gespielt. Ich meine, das kann man problemlos so untereinander spielen. Aber es gab schon oft Vorschläge, dass wir als Spiel X oder Y spielen. Und da hieß es jedes Mal, schade, da müssen wir uns erst einen Server holen. Papam, da sind sie. Oh, ich sehe gerade, hier wurde sogar schon Minecraft installiert. Aha. So, das habe ich nicht gewusst, dass hier die Jungs schon was draufgeschallert haben. Wir haben bei uns jeweils Admins eingestellt, was übrigens auch sehr, sehr nice ist. Also wenn ihr gemeinsam mit Kumpels oder sowas hier dran rumdödeln wollt, dann könnt ihr einfach in der Rechteverwaltung Kollegen hinzufügen, die dann auch auf den Server zugreifen können. Sie brauchen nur ein Nitrado-Konto und schon kann man das machen. Die haben dann die Rechte, um auf dem Server rumzudödeln, können aber nicht bei euch irgendwie im Account oder so rummachen. Also das ist wirklich sehr, sehr schön geregelt. Ich werde jetzt noch gemütlich bei uns hier reindaddeln und einen kleinen Rekord noch aufstellen, ist ja klar. Man wird mich immer mal wieder hier erhaschen, wenn ich dabei bin, Gameplay aufzunehmen für irgendwelche Talk-Videos. Da habe ich dann meistens KZ im Hintergrund, natürlich auf unserem Server erspielt, ist doch klar. Die Chancen sind also vorhanden, dass man da ein bisschen im Video mit dabei sein kann, rumhampeln kann und so weiter und so fort. Also rankommen, meine Damen und Herren. Infos zu den Servern sind, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr drauf daddelt. Und falls ihr jemanden am Start habt, der so aussieht, beziehungsweise einen Server haben will, dann sagt ihm einfach mal, hey,
Nitrado ist es. Guck mal, da ist der Link von Bubbler. Jetzt geh halt mal drauf. Klick mal drauf, kauf mal was auf. Ja, und jetzt folgen noch ein paar Garry's Mod-Runden bzw. TTT-Erlebnisse, die wir jetzt auf dem neuen Server bereits hatten. Let's go! Tschüss, ihr Verlierer. Versucht mich doch zu fangen. Kuss. Ey, aber nicht schießen! Ey! Was macht denn ihr da drüben, Jungs? Nichts. Ach, stark so, du bist also jemand, der gerne mal nichts macht, okay? Den kaufe ich mir. Ich hoffe, du hast lang genug gelebt, Stork. Oh mein Gott, das ist doch viel Blut. Soll ich da echt hingehen? Ich weiß es nicht. Surprise! Haha, ah, ja. Starkschuld! Jetzt bist du! Jetzt bist du! Achtung, vor uns liegt was. Da hoch! Ja, mache ich natürlich auch. Weil, Kuse, du bist einfach falsch. Wie das so hing. I can't hurt me anymore! No, God, please, no! Ach so. Ich glaube, das Einsatzschild ist einfach in die Luft geflogen oder so. Nein, du hast auf mich geschossen. Ich auf dich? Aber du hast doch einen Einsatz. Oh, Jan schießt auf mich. Nee, das kann nicht sein. Jan ist es. Das ist absolut nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich, dass ich es bin, hä? Kannst du mal umfallen vielleicht? Hallo? Mann, warum ist denn hier einer drin? Run! Ja. Oh, Mann. Kommt gerne mit ran in die Streams. Wir streamen jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Da wird dann schön reingeschallert. Rankommen! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.